deshalb 7:0 Führung für die Clemson Tigers. So, runter, Jungs. Hear the commercials. Nee, nicht reden, machen. Ich warte, warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Du musst noch zwei mehr. Eins. Du musst noch einen. Warum? Ja, mach mal. Oh. So. Oh. Es wurde übrigens vorgeschlagen, dass wir die Punkte, die erzielt werden, in Euro ummünzen. Und der weniger macht, muss es dann spenden. Darf es spenden. Hauptsache, ich muss doch Liegestützen. Spenden finde ich gut, aber Liegestützen müssen auch sein. So, Herr Werner, tut weh? Ja. Der Muskel muss erstmal warm werden. Ist da noch ein Muskel? Du hast ja lange Pause gemacht nach deinem Riss. Ja. Darfst du es überhaupt medizinisch? Ich will ja nichts heraufbeschwören. Nein, ich darf es machen. Mal gucken, wie lange. Ist aber auch mitten in der Nacht, hab ich nicht warm gemacht. Aber nicht, dass es Peng macht und du dann da liegst. Das kann man nicht kontrollieren. Ich opfere mir. Wir gucken nochmal auf den Touchdown. Du hast es gesagt, das war ein Zone Replay. Jacoby Stevens mit der Nummer 3. Und du hast diesen Sprung nach innen gesehen. Zum Schluss, weil er dann doch gierig war, dass er den Running Back attackieren musste. Du musst ruhig bleiben. Du weißt, da ist keiner draußen, wenn der Quarterback den Ball zieht. Du musst das Tackle machen. Du hast keine Hilfe. Und du hast gesehen, wie er in den letzten Momenten doch noch so reingesprungen ist. Und dann war es vorbei. Dann war es vorbei. Wenn es so ein mobiler Quarterback ist, der so schnell ist, schaffst du es nicht hineinzuholen. So, Björn, du hattest ja die LSU Tigers vorn und hast in unserem Gespräch, in unserem Podcast gesagt, sie werden das Spiel sogar wahrscheinlich hoch gewinnen. Was sagst du denn jetzt? Ja, hoch, ich habe gesagt. Nee, rede dich da nicht raus. Jetzt es wird offen stagniert und Clemson liegt vorne. Es ist noch früh im Spiel. Es ist so früh. Aber ist es nicht nichtsdestotrotz wirklich beeindruckend, was die Clemson Defense hier mit der LSU Offense macht? Ja, aber du musst auch sehen, wo die Clemson Tigers jetzt im Durchschnitt den Ball bekommen haben. Mit der Feldposition, wie das einfach von Anfang an nach dem Kickoff passiert ist, mit ein paar Flanken auf den Seiten von den LSU Tigers. Und da mussten sie die ganze Zeit kurz vor der Endzone probieren, rauszukommen. Also bis jetzt hatten die ein bisschen Pech mit der Feldposition. Und ich glaube, das wird sich alles noch ein bisschen ändern. Was müssen sie machen offensiv, um jetzt in den Tritt zu kommen? Weil Laufspiel funktioniert nicht, Passspiel ist eng gedeckt. Ich finde, das war ein bisschen mehr der Verlauf, einfach, wie ich es gerade gesagt habe, mit der Feldposition. Weil wenn du da hinten bist, kurz vor deiner eigenen Endzone, du weißt selber, das Playbook wird kleiner. Und wenn Joe Burrow erstmal wieder mal einen normalen Kick auf den Ball bekommt. Guck mal, da sieht man's. Oh, der kann den Rekord brechen. Cole Brennan, 2006, 58 Touchdowns geworfen. Und Joe Burrow ist nur 3 entfernt. Das könnte heute fallen. Alright, that's your commercial break. Jetzt erstmal Kicker von den Clemson Tigers.